Heute möchte ich euch erzählen, was die Linke in puncto Arbeit und Rente vorhat. Beide Themen haben nämlich total viel miteinander zu tun. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Niedriglöhne so krass verbreitet sind, dass jeder Fünfte in Westdeutschland und sogar jeder Dritte in Ostdeutschland einen Niedriglohn hat? Und wusstet ihr, wenn man 45 Jahre lang Vollzeit zum aktuellen Mindestlohn arbeitet, man dann auf Grundsicherung angewiesen ist? Eine 500.000 RentnerInnen müssen Grundsicherungen beantragen. 1,5 Millionen wären sogar berechtigt, trauen sich aber nicht. Die leben im Alter arm. Deswegen wollen wir einen Mindestlohn, bei dem man keine Armutsrente hat. 13 Euro für jeden ohne Ausnahme. Wir wollen aber auch Lohndumping durch die Hintertür bekämpfen. Keine Leiharbeit mehr und keine sachgrundlose Befristung. Wo es keinen Grund gibt für die Befristung, da gehört sie weg. Wir wollen aber auch das Rentensystem grundsätzlich verändern. Wir wollen eine solidarische Rentenversicherung. Einen, die alle einzahlen, auch Abgeordnete. Wenn die alle einzahlen, dann ist so viel mehr im Topf drin, dass wir die Rentenzahlungen erhöhen können und das Rentenalter sinken. Genau das haben wir vor. Rente hoch, Rentenalter runter. Wenn wir von fairen Löhnen und Renten reden, reden wir aber auch von Gerechtigkeit ganz allgemein. Zum Beispiel zwischen Ost und West. Im Osten arbeitet man heute noch 1,5 Wochen länger Arbeitszeit jedes Jahr. Man kriegt zwischen 3 bis 6 Euro pro Stunde weniger Lohn und im Jahr macht das locker 5.000 Euro brutto, weniger als Durchschnittsverdienst. Aber auch die Rentenpunkte sind im Osten immer noch weniger wert als im Westen, weshalb man weniger Rente kriegt. Und sogar Mütterrente ist kleiner im Osten als im Westen. Solche Unterschiede 31 Jahre nach der Wiedervereinigung, die gehören abgeschafft. Faire Löhne muss es aber auch zwischen Männern und Frauen geben. Wir brauchen endlich Entgeltgleichheit. In der Theorie haben wir die schon, aber nicht in der Praxis. Tatsächlich ist es so, dass viele Frauenberufe zwar systemrelevant sind, aber besonders schlecht bezahlt. Und es ist nicht so, dass man bei gleichen Aufgaben und Anforderungen gleiche Löhne bekommt. Viel hat das mit Transparenz zu tun. Man weiß das gar nicht überall, wo es solche Unterschiede gibt. Deswegen wollen wir das Entgeltgleichheitsgesetz nachschärfen. Wir wollen mehr Transparenz und wir wollen ein Verbandsklagerecht. Dann können nämlich Gewerkschaften Klagen für Betroffene auf Herausgabe von Daten, aber auch auf gleiche Löhne im echten Leben. Aber wir reden auch von den Unterschieden zwischen Arm und Reich. Es darf nicht nur darum gehen, die Mindestlöhne anzuheben, es muss auch darum gehen, die obersten Löhne zu begrenzen. Wir wollen, dass Vorstände oder ManagerInnen nicht mehr als das 20-fache kriegen von dem, was die am schlechtesten bezahlte Arbeitskraft im gleichen Unternehmen bekommt. 20 mal so viel, das ist genug, mehr darf es nicht sein. Löhne, von denen man leben kann, Renten, von denen man leben kann, Fairness und Gerechtigkeit, das meint die Linke, wenn sie sagt, wir machen das Land gerecht. Deshalb 2 Stimmen für die Linke.